Du hast gesagt, diese Biostromanlage wurde stillgelegt. Lag es an einer auslaufenden Förderung oder was war der Grund? Selbst wenn die Förderung jetzt nicht der Grund war, vielleicht kannst du kurz zu dem Thema was sagen. Wie stark ist einerseits die Biogasproduktion und andererseits vielleicht ein Biomasse-Heizkraftwerk von Förderungen abhängig? Man hat in der Tat in der Vergangenheit dieses Biomassenkraftwerk vor Lorca-Zeiten errichtet mit Förderung. Und diese Förderung ist dann auch vor meiner Zeit ausgelaufen. Das Problem ist immer, wenn man eine Berechnung macht und die Förderung mit einbezieht, dann gibt es irgendwann ein Enddatum. Und man versucht, diese Förderung meistens dann zu erhalten oder zu verlängern. Das kann nicht das Ziel sein. Das finde ich nicht gut, wenn man nur eine Anlage hinstellt, weil es eine Förderung gibt. Das Ding oder die Anlage muss sich rechnen ohne Förderung. Und die Biostromanlage, wie sie bei uns hieß und heißt, hatte ohne Förderung keine Zukunft mehr. Also ich bin absolut bei dir. Wenn man Anlagen nur baut, um Förderungen kassieren zu können oder die sich auch nur mit Förderungen rechnen, ist es schwierig. Andererseits muss man natürlich hinterfragen, im Hinblick auf erneuerbare Energien, wie schaffen wir es einfach, eine höhere Quote an erneuerbaren Energien zu erzeugen, wenn eben die fossilen teilweise noch viel, viel günstiger sind und ja, wieder die Diskussion. Zieht man oder rechnet man alle Kosten mit ein, ja, beispielsweise ein Atomkraftwerk, wo ein Endlager und so weiter, diese Allgemeinkosten.